Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es geht ja bei der Berufung zunächst einmal um ein ganz großes Wort, was in diesen nächsten Wochen eigentlich so die Überschrift hat: Passionszeit. Zeit einer großen Leidenschaft. Der Zeit, wo sich Jesus aufgemacht hat und ich vielleicht dann so als kleinerer Mensch denke, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Was ist eigentlich meine Passion? Für was brenne ich eigentlich im Leben? Und so möchte ich Sie einladen, zunächst einmal auch wieder bei slido.com/dingsbums, da weiß ich nicht, wie das genau heißt, mal einzutragen. Für was brennt eigentlich Ihr Herz? Für was brennt, was ist eigentlich Ihre Leidenschaft? Wo wagen Sie ja, das ist etwas, was sich umtreibt, das ist das, was mich eigentlich begeistert, das, was mich sozusagen im Leben hält. Für was brennt Ihr Herz? Ich meine, so ein Stück weit brennt ja jeder für etwas. Aber was ist es eigentlich wirklich, was Sie ganz und gar antreibt im Leben? In dem Psalm, den der Stefan vorhin schon angelegt hat, sozusagen dieser Psalm, wo es heißt, Herr, sei du mir ein starker Fels. Gib mir sozusagen eine Stütze, gib mir eine Lebensgrundlage, damit ich leben kann. Herr, auf dich traue ich, heißt es dort. Lass mich nicht zu Schanden werden, lass mich nicht zu Boden gehen. Errette mich durch deine Gerechtigkeit, denn du bist mein Fels, meine Burg, mein Retter. Auf dich will ich trauen. Ich möchte uns einen Bibelabschnitt vorlesen. Vielleicht tragen Sie schon Ihre ersten Dinge ein, wo Ihr Herz für brennt. Ich möchte Sie mitnehmen auf ein Wort aus dem Evangelium. Dort heißt es, danach begann Jesus seinen Jünger zu erklären, was Gott mit ihm vorhat. Da heißt es, der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratältesten, die führenden Priester und Schriftgelehrten werden ihn wie ein Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Und das sagte er zu ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite, fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger und Petrus an und wies sie zurecht, weg mit dir, Satan, hinter mich. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Danach rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich und er sagte, wer mir nachfolgen will, darf nicht auf seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich zu ihm auch nicht bekennen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit des Vaters mit seinen heiligen Engeln. Die Leidenschaft und die Passion von Jesus. Als er auf diese Welt kam, da brennt sein Herz förmlich für die Menschen, für die ganze Welt, für alle Generationen der Menschheit. Paul Gehr hatte das einmal so ausgedrückt, nichts hat dich getrieben vom großen Himmelszelt als das geliebte Lieben, mit dem du alle Welt in ihren 1000 Plagen, auch Corona und großen Jammerlast, die kein Mensch kann aussagen, so fest umfangen hast. Jesus, der große leidenschaftliche Lieber, niemand hat eine größere Liebe, sagt er, als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist Jesus Original. Und er sagt dann auch, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Seine Leidenschaft ist, die Menschen zu erlösen. Zu erlösen von ihrem Egoismus. Zu erlösen von ihrer Unversöhnlichkeit. Zu erlösen von ihrer Lieblosigkeit. Und vor allem, sie zu erlösen von ihrer Gottvergessenheit und diesem Nichtleben, das die Bibel Tod nennt. Sein Ding ist, seine Leidenschaft, sein brennendes Herz ist, die Menschen nach Hause zu lieben. Und jetzt kommt Petrus und sagt, nur das nicht. Mach's dir doch einfacher. Und Jesus sagt ihm, weiche Satan, denn du denkst menschlich, aber meine Passion ist die Liebe bis zum Tod am Kreuz. Für was brennt dein Herz?
Hast du das schon eingetragen in die Wortwolke? Dann wollen wir mal anschauen, was ihr so gesagt habt. Für was habt ihr eine Leidenschaft? Für was brennt ihr an eurem Herzen? Schreibt eine ganz groß für die Musik. Das finde ich eine klasse Sache. Für Jesus, für Israel, für die Familie, für den Lobpreis, für meine Eltern brennt mein Herz. Eine ganze Reihe, was sie so ausgedrückt hat. Für die Familie, für meine Familie, ganze Menge für meine Frau, für meine Bekannten, für die Menschen, die ich liebe. Für was brennt euer Herz? Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Mose. Mose am brennenden Dornbusch, Flamme sieht er dort. Ein Busch, der nicht verbrennt, und er hörte die Stimme Gottes daraus. Und da entfacht jetzt Gott selber in ihm, den Mose, eine neue Leidenschaft zur Befreiung des Volkes Israel. Da war in den 80er und 90er Jahren Mutter Teresa in Kalkutta und ihre Leidenschaft war, ihre Passion war, ich möchte den Kranken, den Sterbenden eine tröstende Hand geben, ein segnendes Wort, dass niemand alleine sterben muss. Kennt ihr den Petrus im Hause von der Teresa? Das waren ganz viele Menschen, Kritiker, die sie kritisiert haben und gesagt, was kümmerst du dich um diese armen Menschen in den Gossen? Baue doch Krankenhäuser, dann können sie gesund werden. Aber sie sagt, nein, meine Berufung, meine Leidenschaft ist es, diesen Menschen eine Hand zu reichen, dass niemand alleine und unversorgt sterben muss. Ihr habt eigene Leidenschaften aufgezählt. Die Musik, die Freunde, die Familie, Jesus, der Lobpreis, Dinge, die euch einfach begeistern und sagt, ja, dafür brennt mein Herz. Aber vielleicht kennt ihr auch das andere, dein Petrus in deiner Leidenschaft. Dein Petrus kann so diese innere Bequemlichkeit sein. Das können deine Umstände sein. Personen, die dir diese Urleidenschaft, die du hast, rauben oder dämpfen. Oder die dir sagen, du bist zu jung, du bist zu alt, zu grau, zu schwach. Bei Leidenschaft braucht es diesen langen Atem. Und vielleicht hast du den verloren. Und das ist der Petrus in deinem Leben. Und Jesus sagt ihm, weiche hinweg von mir, Satan, denn du bringst das Durcheinander, was meine Berufung, was meine Leidenschaft, was meine Sehnsucht ist. Ich gebe ja zu, in jungen Jahren, so bis zum Alter von 28, da hat man so seinen Idealismus. Da träumt man, die ganze Welt zu umarmen und verändern zu können. Das ist auch gut so. Und dann irgendwann kommt der Realismus. Nur der Realismus kann etwas werden wie dieser Petrus. Dass man plötzlich das, für was man eigentlich da war, was einen umgetrieben hat in jungen Jahren, so langsam einstampft und eindämpft. Okay, da gibt es Lebensaufgaben im Beruf, in der Familie. Aber vielleicht ist dann irgendwann die Phase, wo die Kinder groß sind und aus dem Haus sind, wo du vielleicht sogar Rentner wirst. Kannst du da anknüpfen an die Leidenschaft deiner früheren Jahre und sagen, was mich bewegt, da möchte ich dranbleiben. Was ist meine Berufung? Wofür brennt mein Herz? Lass dich vielleicht wieder ganz neu heute entflammen. Und worauf erwächst eigentlich so eine Leidenschaft? Woraus erwächst eigentlich eine Berufung? Manche erleben das vielleicht in ihrem Vorgarten, wenn die Hundebesitzer da so ihr Häufchen da lassen, anstatt das wegzuräumen. Das ist eine große Schweinerei. Und vielleicht gibt es andere Dinge, die euch die umtreiben und zornig machen. Wo ihr sagt, es darf doch nicht sein, das darf doch nicht wahr sein, was dort ist. Und das ist eine heilsame Bewegung, wo du dieser Bewegung entweder resignierst und sagst, ich kann eh nichts ändern. Oder wo du in Bewegung kommst. Jesus kommt in Bewegung. Er sieht von dem Himmel her die Menschen, wie sie sozusagen auf diesen ewigen Tod zu laufen. Er sieht die Menschen, wie sie unversöhnlich sind. Er sieht die Menschen, wie sie eigentlich, ja, fremd gehen und Gott nicht mehr ehren, sondern anderen Göttern trauen. Und er sagt, das kann doch nicht sein. Ich möchte euch zurückrufen. Ich mache mich auf von meinem Thron im Himmel und werde Mensch auf dieser Erde und sterbe und leide für euch. Christine Kane, noch bekannt vielleicht von dem vorletzten Willow Creek Kongress in Hannover, wo einige aus unserer Gemeinde da gewesen sind. Eine Frau, die durch viel Schmerzen hindurchgegangen ist, missbraucht worden ist in ihren jungen Jahren, sozusagen abgeschoben ist
ohne Identität, aber zum Glauben findet. Und dann wächst in ihr sozusagen dieser Schmerz, diese Sache, wo sie sagt, ich möchte mich einsetzen für Frauen, denen es ebenso geht wie mir. Ich möchte ihnen einen Namen geben. Ich möchte sie retten. Ich möchte gegen die Sklaverei in dieser Welt antreten. Ja, gespeist aus dem Gottvertrauen und ihrem eigenen Schmerz. Mose habe ich schon erwähnt. Mose, einer, der an dem Pharaonenpalast dann sein Volk leiden sieht, wie sie geschlagen werden, wie sie gedemütigt werden als Sklaven. Und das brennt dann plötzlich sein Herz und er engagiert sich dafür und sagt, da muss doch Freiheit her. Aber sein Wesen geht mit ihm durch. Er meint nämlich, dass was Menschliches ist und nicht was Göttliches. Und auf einmal fängt er an, selber zu kämpfen. Auf einmal erschlägt er voller Zorn einen Ägypter und muss fliehen in die Steppe hinaus zum Berg Sinai und gibt sozusagen innerlich diesen Traum auf, da muss etwas passieren. So kann es sein, dass du die Leidenschaft verlierst, dass deine Träume verloren gehen. Vielleicht, weil du Mist gebaut hast. Vielleicht, weil zu viel Gegnerschaft da ist. Vielleicht, weil du sagst, ich kann das einfach nicht mehr. Und vielleicht erinnert dich heute Gott an deine Leidenschaft, an deine Passion, an das, für was du mal da gewesen bist. Als ich Pfarrer wurde, war ein großer Slogan für mein Herz, ein Wort aus der Heiligen Schrift, sagt den verzagten Herzen, seht, da ist euer Gott. Und manchmal erlebe ich das selber, dass das wie gedämpft wird und heruntergeriegelt wird und nicht mehr da ist und die Leidenschaft wie verloren geht. Und da brauche ich das immer wieder zu sagen, ja, ich bin da. Ich möchte den verzagten Herzen, ich möchte auch dir sagen, keine Angst, Gott ist da für dich. Da ist euer Gott. Er kommt und er wird auch Recht schaffen für dich, das ist Gott. Also Frage, was schmerzt dich? Was treibt dich um? Vielleicht ist es das, wo du dich aufmachst und sagst, es könnte die Stimme Gottes sein, da soll ich was tun. Da ruft mich Jesus heraus, Dinge anzupacken, die mich aufregen, die mich umtreiben, wo das passiert ist. Und dann kommt so ein Mose und sagt natürlich, ja, aber ich bin doch nicht redegewandt. Da kommst du vielleicht selber und sagst, ja, ich habe eine bestimmte Leidenschaft, aber ich kriege das nicht richtig hin. Kann ich dir eins sagen, Gott hat jeden begabt. Gott hat jeden begabt mit bestimmten Dingen, die er tun kann. Gott gibt dir sozusagen dieses Werkzeug an die Hand oder wie Spielkarten des Lebens. Mach etwas draus. Kann sein, Musik ist deine Leidenschaft, die Kunst. Vielleicht bist du ein eloquenter Redner. Vielleicht bist du ein geduldiger Mensch, das ist gut so. Vielleicht hast du handwerkliches Geschick oder große Musikalität. Du bist vorbereitet für die Berufung, die Gott für dich hat. Wie war das bei Mose? Er hat sich ja zurückgezogen in die Steppe. Er war nicht mehr da. Er hat sich sozusagen in seinem Leben neu eingerichtet. Dann kommt Gott mit diesem brennenden Dornbusch und sagt, du, ich berufe dich, dieses Volk zu befreien. Und all diese Zeit war eine Vorbereitungszeit von Gott für den Mose. Er wurde ausgebildet am Pharaonenhof. Er konnte Sprachen, er konnte Diplomatie. Wusste, wie man sich dort verhält. Und dann wurde er sozusagen auf seiner Flucht hinausgetrieben in die Steppe. Da musste er sich plötzlich orientieren können an den Sternen, an dem Sonnenstand. Da musste er umgehen können, in der Wildnis zu überleben. Da müsste er lernen können, seine Schafherde zu führen und manchen bockigen Schafen auch nachgehen zu können. All das lernte er mit großem Geschick. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis ihn Gott beruft und sagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt geh hin zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. Und Mose geht. Wie er das macht, erzähle ich dann in den nächsten Sonntagen. Vielleicht gibt es so manchen Traum, den du früher hattest, wo du sagst, da möchte ich mich einsetzen für Gott und seine Menschheit. Aber dann braucht es eine lange Zeit mit viel Geduld, wo Gott dich vorbereitet. Bei Christine Kane waren das 20 Jahre. Bei Mose waren das über 40 Jahre. Bei dir weiß ich es nicht. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben, eine Berufung. Jetzt könnte er natürlich sagen, ja, was erzählst du denn da so groß?
Was machst du denn da so große Dinge mit Leidenschaften von Jesus, der seinen Thron verlassen hat? Von einem Mose, der in dem Pharaonenhof groß geworden ist und der jetzt ein ganzes Volk in die Freiheit führen soll. Ich hatte auch mal sowas, aber nur in kleineren Maßen. Weil ich bin kein Mose, ich bin kein Jesus, ich bin keine Christine Kane. Aber jetzt ist etwas anders geworden in meinem Leben. Ich stehe in einer eigenen Umgebung. Ich stehe in einer Welt, wo ich ein krankes Kind versorgen muss. Und so manche meiner Träume aufgegeben habe, aber ich muss doch da sein für dieses kleine Menschenkind. Oder meine Eltern sind pflegebedürftig. Ich muss doch für sie da sein. Oder ich bin selber erkrankt oder ich bin eine junge Mutter und merke, ja, das Leben fordert mich jetzt ganz heraus. Und da möchte ich dir eins sagen, deine Berufung ist treu zu sein dort, wo du bist. Mose in der Wüste, er war treu zu dem, wo er jetzt ist, hat geheiratet, hat die Ziegen gezüchtet, ist durch die Wildnis gegangen und war dort sozusagen treu da gewesen. Du bist deine Mutter, dann hast du Zeit für das Kind. Segne es und führe es ins Leben. Das ist jetzt deine Aufgabe, deine Berufung, deine Leidenschaft. Anderes, was du vielleicht hattest, wird sich irgendwann wieder eröffnen. Aber im Moment ist das deine Berufung. Du denkst, habe ich meine Leidenschaft in den Nagel gehängt? Nein, sei ein Segen für andere. Oder das sind Eltern, die dich brauchen. Jetzt ist die Zeit deiner Berufung, für sie da zu sein. Vielleicht kennt ihr ja dieses Gleichnis von Jesus, von dem treuen und untreuen Verwalter. Wo Jesus sagt, er ist ein großes Rittergut, ein großer Bauernhof und er setzt der Meister einen Verwalter ein und hinterher fragt er, wie er wiederkommt. Bist du treu gewesen, hast diesen Dienst getan, zu dem ich dich aufgetragen habe? Bist du schlecht gewesen, hast du das nicht gut getan? Oder du bist selber erkrankt? Dann sag auch ein Ja dazu und Gott wird dir eine neue Perspektive geben, was du in dieser Krankheitszeit auch an Segen sein kannst für andere Menschen. Vielleicht erinnern wir uns noch, Jesus hat einmal gesagt zu Soldaten, lasst euch genügen in eurem Sold, sozusagen lebt das, was ihr tut. Aber seid nicht mürrisch über das schlechte Essen und die schlechte Behandlung. Lebt hier als Christenmenschen durch den Geist Gottes. Die Passion von Jesus, seine Leidenschaft, sein Herz, was so brennt, das ist die Leidenschaft für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Und Petrus will ihn abbringen davon und sagt, nein, weiche hinter mich. Und dann gibt er seinen Jüngern den Auftrag und sagt, was ich hier in diesem kleinen Miniland angefangen habe, das verbreitet ihr jetzt weiter in diesen großen Globus. Ihr seid nämlich mehr als ich und mit deinem Geist will ich dabei sein. Das ist eure Berufung als Christenmenschen. Geht, gebt diese Liebe weiter an deine Eltern, an deine Kinder, an die Menschen deiner Kirche, an die Gesellschaft und arbeite mit dem, was Gott dir an Begabungen gegeben hat und setze nicht unter den Scheffel, sondern sagt, ja, das bin ich, da setze ich mich mit ein. Du bist nicht wie der Mose. Aber dort, wo dich etwas umtreibt, ist deine Berufung. Du bist nicht wie Christine Kane, aber dort, wo dich etwas umtreibt, ist deine Berufung. Du bist nicht Mutter Teresa, aber dort, wo dich etwas umtreibt, ist deine Berufung. Und da sagt Jesus, wer sein Leben verliert, also seine Bequemlichkeit, seine Resignation, seinen Glauben an sich selber und an Gott, der ihm helfen wird, der wird sein Leben finden. Ewiges Leben, nicht mehr den Tod. Wir laden ein, einfach auch mal in der Zukunft, so die nächsten Tage, über die Berufung selber nachzudenken. Und wir haben dort ein kleines Blatt vorbereitet, was Ihnen jetzt auch eingeblendet wird, was Sie sich auch runterladen können, wo genau diese vier Punkte sind, so, wo Sie sich einmal die Frage stellen, was ist meine Leidenschaft? Wo ist mein Schmerz, was mich umtreibt, wo Gottes Berufung vielleicht drin sein kann? Wo sind diese Dinge, die ich vielleicht gut kann? Schreiben Sie einfach mal 5 Dinge auf und Sie werden erstaunt sein, wie begabt Sie sind. Und vielleicht ist das kompatibel mit Ihrem Schmerz und Sie machen sich auf und suchen sich noch andere dazu und bringen etwas in Bewegung, was Gott Ihnen ins Herz gelegt hat.
Wo sind Sie in der Umgebung gerade, wo Sie sich vielleicht gefangen fühlen und sagen, ich hatte mal große Träume? Sei treu in dem, was du bist. Wo ist deine Umgebung? Dort kannst du ein Segen sein für andere Menschen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Holger, wir haben einige Fragen bekommen zu den Gedanken der Predigt und wir fangen gleich an, 60 Sekunden Zeit, um sie zu beantworten. Die erste Frage, die meisten Stimmen auch bekommen hat: Wenn meine Berufung, meine Leidenschaft, die ich mit vielen teile, ständig torpediert wird, was dann? Das ist genau das, was ja Jesus auch erlebt hat. So, das sind diese Petrusse da im Leben, die ständig ja wie Torpedos abschicken. Und Jesus konnte sagen, weicht von mir, denn das ist nicht meine Berufung, jetzt sozusagen in die Bequemlichkeit abzutauchen oder die Leidenschaft zu verlieren und, sage ich mal, nur mit angezogener Handbremse sozusagen die Menschheit zu erlösen, sondern er sagt, ich werde sterben für diese Menschen und da bringt mich jetzt niemand von ab. Und das Interessante ist ja auch da, wo eine Leidenschaft natürlich da ist, wo eine Berufung da ist und wo etwas auch so in Bewegung gelingen kann, gibt es halt immer diese Torpedos, die dann angreifen. Also wenn man bequem auf der Couch sitzt, dann wird einem kaum etwas entgegengesetzt werden. Aber Jesus hatte eben auch selber immer diese großen Feinde von außen und andere Menschen wie der Mose vielleicht so in sich, weil er nämlich so rabiat dann einen Ägypter umbrachte und dann so das aufgab, was eigentlich seine Berufung vielleicht auch da schon gewesen ist. Aber Gott holt ihn wieder raus. Und da heißt es einfach treu dranbleiben. Und sich noch andere dazu holen und das auch miteinander zu teilen und sagen, das ist doch die Leidenschaft, macht ihr mit, dann seid ihr stärker. Danke. Und wenn ich aber immer gesagt bekomme, du kannst doch nichts. Das stimmt ja gar nicht, dass du nichts kannst, sonst würdest du ja gar nicht existieren. Und die Frage ist halt, schau dir doch mal an, was du kannst, was sozusagen, ich mal, diese Spielkarten im Leben sind, die du hast, was du gut kannst. Und deshalb ist auch dieses Blatt, was wir dann zum Download hingestellt haben, einfach mal gut jetzt so die nächsten Tage sich einfach mal hinzusetzen und sagen, was sind denn Dinge, die ich gut kann? Und wenn die anderen sagen, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht, dann frage vielleicht einmal gute Freunde, was denkt ihr, was ich gut kann? Und da wird es bestimmt etwas geben, weil es ist jeder Mensch begabt und du wirst überrascht sein, für was du da bist. Und dann kannst du stolz dastehen und sagen, ja, das und das kann ich nicht, aber das ist etwas und das kann ich richtig gut. Da bin ich talentiert und das Talent entwickle ich dann weiter und dann setze ich es ein für dieses große Reich Gottes. Ist Berufung eine Lebensaufgabe oder eine kurze Beauftragung oder kann es beides sein? Also ich denke, dass es das beides ist. Es kann so etwas wie eine Lebensleidenschaft geben, sozusagen. Also meine war das sozusagen, ich möchte Pfarrer werden, um das Evangelium zu verkündigen und wie gesagt, aus diesen verzagten Herzen zu sagen, da ist euer Gott. Das ist sozusagen wie eine Lebensberufung. Und dann gibt es aber dazwischen auch diese anderen Berufungen, wo dann plötzlich Dinge dir ins Leben gestellt werden, wo dann eine Familie da ist oder vielleicht jemand für jemanden sorgen muss oder Dinge, die sich ändern könnten sozusagen oder vielleicht auch manches erfüllt ist. Und das hängt auch mit den eigenen Lebenskräften ab. Und deshalb ist es zum Beispiel eine Frage so für die Leute, die dann irgendwann in den Ruhestand gehen, was ist denn da deine Berufung? Für was könntest du dich da einsetzen? Vielleicht mit nicht mehr diesen großen Kräften, die du gehabt hast, aber da etwas zu finden, was ist jetzt in diesem Lebensphase für mich dran? Wo möchte Gott mich gebrauchen? Also es ist beides. Oft stecke ich fest unter so einer Decke von Gleichgültigkeit und ich kann da gar nicht alleine ausbrechen. Was kann ich dann tun? Da würde ich ja den nächsten Sonntag nochmal darauf eingehen, aber das ist ein Tipp zum Beispiel bei dem Mose. Mose wird allein berufen, befreie mein Volk. Und er sagt, oh nein, alles nur das nicht. Ich bin also nicht so eloquent, ich kann nicht gut reden und vor einem Pharao schon gar nicht. Außerdem vermute ich, spielt es ein schlechtes Gewissen noch mit rein. Und Gott ihm sagt, okay, ich stelle dir den Aaron an die Seite. Und da seid ihr schon mal zwei. Und das stärkt natürlich ungemein. Das heißt, wo man sich auch andere Leute dazu sucht, die auch diese Leidenschaft, diese Passion mitteilen. Wir müssen ja nicht einsam durchs Leben gehen. Das ist ja das, wo Jesus eben die Gemeinde der Christen auch gesagt hat, ihr steht gemeinsam. Und da gibt es auch andere, die das mitteilen. Einsamkeit führt halt zu dieser
Decke. Auch eine Mutter Teresa hat einen ganzen Orden um sich gehabt, wo sie sich auch gegenseitig stärken konnten, miteinander beten und immer wieder aufrichten konnten. Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich finde meine Berufung gar nicht? Da ist einfach vielleicht nochmal ein Schritt zurückzugehen und sich mal einfach überlegen, was, wie ich vorhin sagte, was gibt es irgendwas, was mich so ein Stück aufregt, was mich in Bewegung bringt, wo ich sage, da könnte ich jetzt drüber herziehen oder so Stammtischparolen austeilen oder ich könnte auch etwas draus machen. Einfach mal so, vielleicht auch, ich muss nochmal auf dieses Blatt hier kommen, was wir so zum Download haben, in der Woche sich mal hinzusetzen, so in der ruhigen Zeit und sagen, was kann ich? Was bewegt mich, für was bin ich eigentlich da im Leben? Oder vielleicht auch mal zurückzuschauen, was habe ich eigentlich schon tun können? Man denkt bei Berufung ja auf diese riesengroßen Dinge. Ich bin der große Weltenretter. Sondern das sind oft diese kleinen Dinge, wo ich reingestellt bin und dazu ein Ja finde und sage, da bin ich jetzt. Und jetzt möchte ich auch fröhlich diesen Dienst, den ich hier tue, tun. Du hast dieses Blatt nochmal erwähnt und auch die Frage ist da, wie kann ich dieses tolle Blatt bekommen? Dieses tolle Blatt ist sozusagen auf der Homepage dann zu sehen oder auch runterzuladen auf dem YouTube-Kanal. Also es wird dann da sein und auf der Homepage wird es auch stehen und dann kann man es sich ausdrucken, an die Wand hängen und überarbeiten. Noch eine Frage. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Gibt es da Hilfe? Also was manchmal hilfreich ist, wenn man da tiefer einsteigen will, das sind auch Literatur, die es dazu gibt, Christian Schwarz hat das mal rausgebracht, so vor Jahrzehnten, so Gabentests, wo man einfach mal anhand eines Buches so mal durchgeht, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Begabungen, wenn ich etwas habe, für was gebraucht mich Gott, wo kann ich mich für einsetzen? Es lohnt sich, das mal zu kaufen, am besten beim lokalen Buchhändler bestellen und nicht bei Amazon. Beate fragt, wenn mir ein Weg, den ich eigentlich gehen möchte, immer versperrt bleibt, ist das dann auch ein Zeichen Gottes, dass ich mir einen anderen Weg suchen soll? Das kann es durchaus sein, weil Gott öffnet Türen und verschließt auch Türen. Das ist je nachdem. Und manchmal kann es wirklich sein, dass Gott eben sagt Nein oder vielleicht auch sagt jetzt noch nicht, sondern wart noch einmal ein bisschen. Das kann durchaus beides sein und dann vielleicht das, wo man merkt, da hat mein Herz für gebrannt, nicht zu vergessen, diese Leidenschaft, aber zu sagen, im Moment ist es das vielleicht nicht. Gott hat vielleicht seinen Zeitpunkt, so wie bei Mose beim brennenden Dornbusch, plötzlich ist er da in seinem, ich sag mal, Alltagswelt und sieht diesen Busch brennen, hört die Stimme Gottes und jetzt ist der Aufbruch da. Es kann sein, auch viel, viel später im Leben. Was ist, wenn ich die falsche Berufung gewählt habe? Also Gott kommt ja immer ans Ziel. Was ist eine falsche Berufung? Eine falsche Berufung wäre etwas, wo ich sage, das ist nicht meins. Ich scheitere vielleicht da ständig dran, weil ich was ich gedacht habe, ich bin ein großer Pianist oder ein Organist und bewerbe mich in der Kirche und sage, ich möchte jeden Sonntag hier die Orgel spielen oder das Klavier bedienen und merke, das kann ich eigentlich nicht so, das ist nicht mein Ding. Das wäre dann ein Weg zum Beispiel in einer falschen Berufung, wo ich etwas erträume, was ich aber nicht bin. Und da zu gucken, was sind meine Stärken und diese Stärken dann zu trainieren, dass sie besser werden. Wenn ich eben Pianist bin und dann ich sage, oh, ich möchte gerne predigen, aber ich merke, das funktioniert nicht so gut, dann einfach daran bleiben, wo ich bin, nämlich Klavier zu spielen und das zu vervollkommenen, zur Ehre Gottes. Das wäre so ein Ding. Wie weiß ich, wo Gott mich haben will und mit welcher Berufung? Also zunächst einmal will Gott uns ja haben, dort, wo wir sind. In meiner Umgebung, in der Familie, in den Beziehungen, in den Setting, wo ich jetzt zu Hause bin und dort sein und leben als Christenmensch und dort zu sagen, hier bin ich. Und da ja ein Segen sein für die Umgebung, zu bitten und zu beten, vielleicht anzupacken, wo es da ist. Oder vielleicht auch in der Gemeinde mitzuwirken und zu gucken, Mensch, ich kann doch etwas, könnt ihr mich da gebrauchen? Ja, sage ich, wir können dich gebrauchen, auch hier in der Melanchthon-Gemeinde. Und dann findest du Wege, es muss nicht dieser große Riesenwurf sein, sondern das, wo du bist, ein Licht sein für diese Welt. Ich habe keine Zeit für meine Berufung. Und jetzt? Ja, das müssen wir jetzt wissen. Was wäre dann deine Berufung, wenn dann wirklich keine Zeit da ist? Also ist das ein großer Traum, den du hast, wo du sagst, da könnte ich mal etwas bewirken, aber im Moment bin ich vielleicht von Arbeit oder
Dingen so belastet, dass das nicht geht, dann gibt es ja immer die zwei Möglichkeiten, dass ich eben sage, ich trete auf einem Bereich kürzer und mache das, weil es mich dann glücklicher auch macht. Oder ich sage, vielleicht ist die Zeit noch nicht da und ich warte noch einen Moment, aber halte eben daran fest, mein Volk leidet. Ich glaube, das hat der Mose nie vergessen. Was ist denn der Unterschied zwischen Beruf und Berufung? Das ist eine ganz interessante Frage, denn dieses Wort Beruf für die Arbeit, die man so eingeht, das hat ja Luther mal in die Wege geleitet und gesagt, also damals gab es ja diese Berufungen der Priester, also der Kleriker, der Kirchenleute, die haben sozusagen einen Beruf, gab einen Ruf Gottes und hat gesagt, nein, jeder Christ ist an dem Ort, wo er ist, auf seiner Arbeit, in seiner Werkstatt, in seinem Büro, da ist er berufen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Das ist die Berufung, die da ist. Und das hat er deshalb ganz besonders betont, weil er sagt, da gibt es keine höheren oder niedrigeren Berufungen, sondern dein Beruf ist, dort zu sein, wo du bist und diesen Diensten nachzugehen, die du hast und da nicht so jammernd durchs Leben gehen, sondern als fröhlicher Christenmensch da zu sein, ich bin hier ein Segen für die Umgebung und ich tue das, was ich tue, voller Leidenschaft und ich weiß, da hat Gott mich hingestellt. Vielleicht als Mutter, als Pflegerin, als Person, Schaffner und so weiter. Ich stecke zu 120% im Beruf. Berufung kann ich eigentlich erst im Ruhestand leben. Ist das okay? Dein Beruf, hatte ich ja eben, ist jetzt deine Berufung. Lebe sie 100% aus. Bitte nicht 120%, sonst kann man Burnout kriegen. Und dann, wenn du jetzt an den Ruhestand denkst, dann sind auch wieder Fragen, wo du sagst, ja, vielleicht jetzt schon anfangen zu denken, was ist denn da, was ich vielleicht auch an Talenten auch in meinem Beruf so entwickelt habe, sich da auszubreiten und das zu tun. Es gibt ja Beispiele von vielen Leuten, die dann auch etwas Großes in Bewegung gesetzt haben in ihrem Alter, in ihrem Ruhestand, wo sie sagen, jetzt habe ich genau diesen Freiraum, da für Gott, für die Welt da zu sein und Dinge in Bewegung zu setzen und damit zu sagen, das Glück auch in die Welt zu tragen, das Glück Gottes. Ja, nochmal ein Hinweis zu diesem schönen Blatt, was wir vorgestellt haben. Sie finden es auf unserer Internetseite unter melanchthongemeinde.de/download. Eine Frage zum Schluss. Kannst du noch mal etwas sagen zu der Austauschgruppe auf Signal? Ja, wenn man bei Signal reingeht, also dieses Blatt ist ja zum Bearbeiten und dann können wir uns austauschen auch im Anschluss in dieser kommenden Woche immer darum, was geht mir an Gedanken, an Leidenschaften, an Schmerz, an vielleicht meiner Umgebung so durch den Kopf und kann dort Verschiedenes reinschreiben, was man jetzt im Moment gerade so denkt und dann können andere sich dazu äußern und dann entsteht so ein Dialog über die nächsten Tage. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.